Die Weltgeschichte endet mit einem Lied. Was ist das für ein Lied? Die Bibel sagt uns, dass es das Lied Moses ist. Ich lese dazu die biblische Aussage in Offenbarung Kapitel 15, Vers 1 bis 4. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wundersam. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen: Groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wir sollen dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Da singen am Ende der Zeiten Sieger ein Siegeslied. Es ist das Lied Moses. Es sind die Sieger im Kampf gegen das Tier, die den Sieg behalten haben gegenüber dem Bild und der Zahl seines Namens. Es ist nicht das Thema, heute Morgen hier auf Einzelheiten einzugehen. Wir werden darüber noch einen ausführlichen Abendvortrag hören. Aber warum ist es das Lied Moses? Wir müssen hier die Frage stellen, welche Erfahrung hat Mose gemacht und wie viele Strophen hat unter Umständen dieses Lied? Das, was uns in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 11 heißt es: Solches widerfuhr jenen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Vorbild und Warnung. Wenn es das Lied des Mose ist, dann müssen wir uns ein wenig mit der Lebensgeschichte des Mose beschäftigen, um festzustellen, was Mose erlebt hat und wie die einzelnen Strophen dieses Liedes, des Mose-Liedes, lauten. Er stammt aus dem Hause Levi. Sein Vater hieß Amram, die Mutter Jochebed. Der Name Mose als solcher hat eine tiefe Bedeutung. Mose heißt nichts anderes als: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wir sind sicherlich mit der Lebensgeschichte des Mose ein wenig vertraut. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 2, und es ging ein Mann hin vom Hause Levi, nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Sie ward schwanger, gebar einen Sohn, und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Es sollten zu jener Zeit die Kinder umgebracht werden, die männlichen. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr, verklebte es mit Harz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester von Mose hat dieses Kästlein mit ihrem Bruder darin bewacht. Schließlich kam die Schwester, das heißt die Tochter des Pharao. Sie hörte hier ein Kind weinen. Sie fand diesen kleinen Kasten, in dem der Mose lag, mit dem hebräischen Kind. Und es gefiel ihr dieses Kind. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und einer der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dieses Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr: Nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharaos, und es ward ihr Sohn. Sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wir wissen heute,
wer diese Tochter des Pharao war. Es war die spätere Königin Hatschepsut, die selbst ohne männliche Nachkommen geblieben war. Mose sollte der Thronnachfolger werden. Mose wurde nun in allen ägyptischen Künsten erzogen und er war zum Thronnachfolger bestimmt. Ich bin sicher, dass Mose damals die beste Erziehung erhalten hat, die man sich überhaupt nur wünschen konnte. Und jetzt sollte er ägyptischer König werden. Die Heilige Schrift berichtet uns, dass Mose auf diesen ägyptischen Königsthron verzichtet hat. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten. In Hebräer Kapitel 11 heißt es, Vers 23 und die folgenden Verse: Durch den Glauben ward Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen, der Tochter des Pharao, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde haben, und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah hin auf die Belohnung. Diese Entscheidung erforderte Mut. Die erste Strophe des Moses-Liedes könnten wir benennen: Mut, die richtige Entscheidung zu treffen. Er hat auf Reichtum und Ehre verzichtet, auf allen Luxus. Er hat auf den Königsthron verzichtet. Er wollte lieber mit Gott den unteren Weg des Leidens gehen, als einen zeitlichen Vorteil der Sünde empfangen. Wenn Sieger am Ende der Zeiten in dieses Siegeslied des Mose einstimmen, dann sind es Menschen, die Mut hatten, in ihrem Leben eine Entscheidung zu treffen. Und wer immer in die Nachfolge Jesu eintritt, braucht Mut, diese Entscheidung zu treffen. Die trifft man nicht so selbstverständlich, weil so vieles auf dem Spiel steht. Ich hatte einmal den Bericht gelesen in dem Buch, das er dann darüber geschrieben hat, von einem farbigen Bandenführer. Er war in einem der Armenviertel in New York aufgewachsen und sein sehnlichster Wunsch war es, in eine der Kinderbanden aufgenommen zu werden. Das heißt, Kinderbande war es gar nicht, aber es konnten Kinder schon eintreten. Er wusste, wenn man in diese Bande eintritt, dann ist man lebenslänglich Bandenmitglied, denn es gibt keinen Austritt mehr. Allerdings wurde nicht jeder so ohne weiteres angenommen. Jeder, der angenommen wurde, aufgenommen wurde, musste eine Mutprobe ablegen. Und er durfte wählen. Die eine Mutprobe sollte darin bestehen, dass er sich an die Wand stellen musste und jedes der Bandenmitglieder durfte mit dem Messer nach ihm werfen. Sollte er dabei getroffen werden, dann durfte er keinen Schmerzenslaut von sich geben. Und die andere Mutprobe: die Bandenmitglieder wollten Spalier stehen. Er sollte durch dieses Spalier laufen und jeder durfte mit einem Gegenstand auf ihn schlagen. Wurde er getroffen, durfte er keinen Schmerzenslaut von sich geben. Er entschied sich für die letzte Mutprobe. Er bestand sie. Er brach allerdings am Ende des Spaliers bewusstlos zusammen. Aber er brachte keinen Laut des Schmerzes über seine Lippen. Damit war er in die Bande aufgenommen. Und nach einem Vierteljahr, als er sich durch kühne Heldentaten hervorgetan hatte, wurde er bereits als jüngstes Bandenmitglied zum Bandenführer bestimmt. Er bekennt und schildert all die Taten, die er angestellt hat mit seiner Bande. Unbeschreiblich. In New York, da gab es Straßenkämpfe, da gab es Verletzte und es gab Tote. Er war der Boss der Bande und was er sagte, das wurde getan. Bedingungsloser Gehorsam.
Eines Tages, nachdem sie von einem Bandenfeldzug zurückgekehrt waren, sah er ein Missionszelt auf einem Parkgelände stehen und er schildert, er weiß selbst nicht, wie er in das Missionszelt hineingekommen war. Auf jeden Fall hörte er an diesem Abend zum ersten Mal in seinem Leben die Botschaft von Jesus Christus. Vielleicht war es ein Thema, so wie wir es heute Abend hören werden. Er begriff zum ersten Mal, was Jesus getan hat. Er konnte es gar nicht richtig erfassen. Da wurde ein Unschuldiger grausam hingerichtet. Und das alles, weil er ihn liebt und er wusste, an mir gibt es nichts Liebenswertes. An diesem Abend wurde aufgerufen, wer verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat, wer dieses Angebot annehmen will, der soll aufstehen und nach vorne kommen. Und dieser Bandenchef traf an diesem Abend seine Entscheidung für Jesus. Er stand auf und ging nach vorne. Ich denke, es war am nächsten Tag, die Bande war versammelt, da eröffnete er seinen Bandenmitgliedern, welche Entscheidung er getroffen hatte. Sie sagten, du weißt, dass du lebenslänglich Bandenmitglied bist. Du hast uns verraten, du bist jetzt Christ geworden. Du wirst lebend aus diesem Raum nicht mehr herauskommen. Er sagte, ehe ihr mich umbringt, muss ich euch die Botschaft von Jesus Christus erzählen. Sie bewegt mein Herz. Und so hat er ihnen die Botschaft von Jesus Christus verkündet und sagte dann, wenn ihr wollt, ihr dürft mich umbringen. Ich bin bereit, für diesen Jesus, der für mich gestorben ist, in den Tod zu gehen. Er verließ den Raum, ohne dass ihm jemand etwas angetan hätte. Er sagte, ihr den Raum verließ, ihr könnt euch ja selbst überzeugen. Geht doch mal in das Zelt, bildet euch euer eigenes Urteil, ob das stimmt, was ich euch sage, ob sich's lohnt, Jesus nachzufolgen. Am Abend war mehr als die Hälfte der Bande im Zelt, er auch. Es wurde dann zu einer Sammlung aufgerufen. Man hatte nicht genügend Helfer, die mit den Körbchen durch die Reihen gegangen waren. Da stand er als der Bandenchef auf und sagte, Jungs, nehmt die Körbchen und sammelt. Und seine Bandenmitglieder gingen durch die Körbchen und haben die Gaben eingesammelt. Die Gaben wurden nach vorne getragen, und dort standen sie nun alle hinter dem Vorhang. Der eine meinte, so billig und so leicht sind wir noch nie an die Dollars herangekommen. Das werden wir jetzt kassieren. Und der Prediger bekommt nicht einen Cent davon. Er sagte, wagt es nicht, auch nur einen Cent zu nehmen. Das Geld bleibt hier, das ist Gottes Geld, das gehört uns nicht. Ihr liefert alles ab. Und so lieferten sie alles ab. Nun hörten seine Bandenmitglieder die Botschaft von Jesus. Nach dem Abendvortrag kamen zwei und sagten, hör, an der Sache ist mehr, als wir je geglaubt haben. Weißt du, was ich gestern vorhatte, als du uns gesagt hast, du bist Christ geworden? Ich hatte mein Messer in der Hand. Ich war fest entschlossen, als du an mir vorbeigelaufen bist, dich hinterrücks niederzustechen. Und du weißt, im Messerstechen kenne ich mich aus. Weißt du, wie es gegangen ist? Ich hatte das Messer in der Hand. Ich bin kein Schwächling, aber ich habe meinen Arm nicht einen Zentimeter bewegen können. Der andere sagte, ich hatte meine Pistole, ich wollte dich hinterrücks niederschießen. Ich hatte den Zeigefinger am Abdrücker, ob du es glaubst oder nicht, ich konnte den Finger nicht bewegen. Sei Gott dankbar, es muss einen lebendigen Gott geben, du wirst nicht mehr leben. Drei Viertel der Bandenmitglieder wurden Christen. Was wäre geschehen, wenn dieser junge Mann, der heute selbst das Wort Gottes verkündet, keinen Mut gehabt hätte, die Entscheidung für Jesus zu treffen? Sieger, die am Ende der Zeiten in dieses Moselied einstimmen werden, sind Menschen, die Mut hatten, im Leben die richtige Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Die zweite Strophe des Moseliedes könnten wir überschreiben, Geduld haben,
mit Gott, mit den Menschen und mit sich selbst. Mose hat diese Geduld 40 Jahre lang lernen können. Im Alter von 40 Jahren hat er auf den Thronsessel verzichtet. Und dann war Mose 40 Jahre lang Schafhirte. Er musste damals sogar aus Ägypten flüchten. Er war ungeduldig geworden. Er hat einen Ägypter im Zorn erschlagen. Mose war ein Mörder. Aber wir wissen, dass Mose ewiges Leben hat. Mörder können auch ewiges Leben erhalten. Dieser ungeduldige Mose konnte sich im Umgang mit Schafen als Schafhirte 40 Jahre lang üben. Er lernte Geduld, die er dann später brauchte, als er der Volksführer wurde. Warum 40 Jahre lang Schafhirte? Ich denke, der Umgang mit Schafen und der Umgang mit Menschen haben viele Gemeinsamkeiten. Wir verhalten uns häufig wie Schafe. Und man muss im Umgang mit Menschen viel Geduld aufbringen. Man muss Geduld mit Gott haben, denn bei Gott gehen die Uhren anders und wir müssen Geduld mit uns selbst haben. Die Geduld spielt in der Bibel eine große Rolle und am Ende der Zeiten werden die Sieger in dieses Lied einstimmen können, die zeitlebens Geduld geübt haben, befähigt durch die Kraft Gottes. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Warum müssen heilige Menschen, gottgehorsame Menschen Geduld üben? Ist es nicht so, wenn wir gottgehorsam sind und Gebote Gottes halten, dass wir dann leicht verspottet werden, dass man schief auf uns blickt? Hier kann uns nur die Geduld weiterhelfen. Wenn ich bereit bin, das alles zu ertragen, was da über mich ergeht, weil ich Gott nachfolge. Hebräer Kapitel 10, Vers 36 und 37. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. Denn auch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird's nicht hinziehen. Eine Mutter meinte, nachdem ihr Kind todkrank wurde und sie viele Wochen das Kind Tag und Nacht pflegen musste, hier an diesem Krankenbett lerne ich Geduld. Ich war vorher immer eine so ungeduldige Mutter. Jetzt stelle ich fest, dass bei Gott die Uhren anders laufen. Die dritte Strophe des Moseliedes könnten wir überschreiben. Von Gott zum Dienst gerufen werden und des Menschen Bereitschaft, den Willen Gottes in allen Dingen zu erfüllen. Mose wurde von Gott zum Dienst berufen, als Gott zu ihm aus einem brennenden Busch heraussprach. Da steht in 2. Mose Kapitel 3, Vers 2, der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Mose wusste, wie es aussieht, wenn einmal ein Blitz einschlägt in der Wüste, in einen dürren Busch. Er hatte Buschbrände des Öfteren sicherlich erlebt. Aber hier erlebte er zum ersten Mal, dass ein Busch brannte, aber nicht verbrannte. Er wurde neugierig. Und als er dann dem Busch näher trat, sprach Gott, Vers 5, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose hat sich gesträubt, denn er bekam den Auftrag, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land. Weil denn nun das Geschrei der Kinder Israels vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin,
Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Sehr unangenehm muss das für den Mose gewesen sein. Er war ja als Mörder aus Ägypten geflüchtet. Jetzt sollte er vor den König selbst hintreten. Mose musste sich sagen, ich kann doch bei dieser Gelegenheit sofort mit meiner Verhaftung rechnen. Lieber Gott, was denkst du dir denn überhaupt? Und außerdem muss ich ausgerechnet der Volksführer werden. Du kennst ja gar nicht, was das für ein Volk ist. Nun kam eine Gehorsamsprobe, eine sehr ungewöhnliche. 2. Mose Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach einen Stab. Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Plötzlich musste der Mose erleben, als er auf das Gebot Gottes gehorsam war, den Stab ausstreckte. Das war gar kein Stab mehr, es war eine Schlange. Entsetzt wird Mose die Schlange haben fahren lassen, Giftschlange. Er nahm Reißaus, er kannte sich mit den Giftschlangen in der Wüste aus. Und jetzt kam der ungewöhnliche Befehl Gottes. Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Ich weiß nicht, ob wir Erfahrung gesammelt haben beim Umgang mit Giftschlangen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mose hätte sagen können, lieber Gott, was Giftschlangen angeht, habe ich meine Erfahrung gesammelt. Ich will doch kein Selbstmordkandidat sein. Weißt du denn nicht, wenn man eine Giftschlange am Schwanz anpackt, dass die sich blitzschnell herumdreht und mich beißt? Ja, glaubst denn du, dass ich auf diese Art und Weise ums Leben kommen will? Giftschlangen müssen grundsätzlich am Kopf angepackt werden, die einzige Chance, sie überhaupt fangen zu können. Das hat der Mose nicht getan. Stattdessen war er entgegen seiner Beobachtung, entgegen seiner Erfahrung, die er mit Giftschlangen gesammelt hatte, Gott gehorsam. Es heißt hier, da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie war zum Stab in seiner Hand. Da wurde Mose zum Dienst gerufen. Er war bereit, den Willen Gottes in allen Dingen zu erfüllen, auch wenn es gegen seine Vernunft gegangen ist. Wenn Sie am Ende der Zeiten in das Lied des Mose einstimmen werden, dann sind es Menschen, die bereit waren, in ihrem Leben den Ruf Gottes zum Dienst anzunehmen. Und Gott ruft uns, nicht jeder kann das Wort Gottes öffentlich verkündigen, aber Gott hat für einen jeden von uns eine Aufgabe. Und es liegt an uns, ob wir bereit sind, die uns von Gott zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Ich hatte einmal ein Erlebnis, als wir praktisch in der Wüste im Staat Idaho in den Vereinigten Staaten in einer Stadt von Haus zu Haus gegangen sind. Es war sehr warm an diesem Tag, 42, 43 Grad im Schatten. Ich hatte mein kurzärmliches Hemd angezogen, eine leichte Sommerhose. Und der Glaubensbruder, mit dem ich nun Hausbesuche machte, trug ein langärmliches Hemd. Ja, schwitzt du denn nicht bei dieser Hitze? Ich schwitze genauso wie du. Warum trägst du ein langärmliches Hemd? Er sagte, das ist eine lange Geschichte, wenn es dich interessiert, kann ich sie dir erzählen. Und dann erzählte er mir. Er war Schiffsoffizier, hatte die Welt kennengelernt und hatte eine fantastische Marinelaufbahn vor sich. Als das Schiff eines Tages in einem afrikanischen, ostafrikanischen Hafen vor Anker lag,
ging er auf den Markt und holte sich dort frisches Gemüse. Der Gemüsehändler packte ihm das Gemüse in Papier ein, in bedrucktes Papier. Zunächst dachte er, das ist Zeitungspapier. Aber dann las er einen Artikel über Gott, über Jesus Christus. Dann stellte er fest, dass es da eine Aktion gibt, die Bibel spricht, dass eine Anschrift angegeben war, dass man sich eine Bibel bestellen kann, dass man Fragen stellen kann, wenn man Fragen hat. Und er schrieb an die Anschrift der Aktion, die Bibel spricht, bestellte sich eine Bibel und eine Leseanleitung für die Bibel und ließ sich alles in einen Hafen nach Indien schicken, weil dort das Schiff wieder vor Anker gehen sollte. In Indien angekommen, wartete die Bibel auf ihn. Zum ersten Mal in seinem Leben hielt er solch ein Buch in seiner Hand und er fing an zu lesen. Er lernte Jesus Christus kennen, die Botschaft von Jesus bewegte sein Herz. Er lernte Gott kennen, er lernte den Willen Gottes kennen und er sagte sich, gut, wenn das Jesus für mich getan hat, was kann ich für ihn tun? Marineoffizier kann schließlich jeder sein. Aber ich will etwas für Gott tun. Dieser Mann ließ sich taufen, wie Jesus getauft wurde, durch Untertauchen. Er gab seine Marinelaufbahn auf und ließ sich ausbilden auf einem Seminar, damit er selbst das Wort Gottes verkündigen konnte. Er war nun mittlerweile verheiratet, ich habe ihn kennengelernt und an jenem Tag haben wir gemeinsam Hausbesuche gemacht, um mit Menschen über Jesus Christus zu sprechen, das beste Gesprächsthema, das man sich überhaupt vorstellen kann. Nun wollte ich wissen, und die langen Hemdsärmel, was hat das mit deinem Erlebnis zu tun? Da krempelte er seine Hemdsärmel hoch und ich konnte Tätowierungen sehen. Er sagte, wenn man als Matrose unterwegs ist und sich nicht in jedem Hafen eine bleibende Erinnerung besorgt, schaust die hier an, dann ist man kein Matrose. Und ich war Matrose mit Leib und Seele. Ich habe meine Erinnerungen. Ich werde diese Erinnerungen eintätowiert mit ins Grab nehmen müssen, denn die kann man nie mehr entfernen. Man müsste mir buchstäblich die Haut vom Leib ziehen. Und weil ich mich dermaßen schäme, dass ich damals so töricht war, deswegen trage ich auch in der größten Hitze Hemden mit langen Ärmeln. Aber ich bin so glücklich, dass ich ein Gotteskind bin und dass ich etwas für Gott tun kann, denn er hat für mich viel mehr in die Waagschale gelegt. Die vierte Strophe des Moseliedes könnten wir überschreiben: Glauben besitzen, der selbst Unmögliches wagt. Um welches Erlebnis geht es, das Mose gehabt hat? In 2. Mose, Kapitel 17. Da waren sie in der Wüste und eins ist lebenswichtig in der Wüste. Man muss täglich genügend Wasser haben. Das Wasser war ausgegangen. Vers 1, da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Wer einmal in einer heißen Gegend war, der wird begreifen, was das bedeutet. Sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, dann werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Ich war in der Wüste Jordaniens, in der Wüste Moab, an einem Platz, der Mosesquelle genannt wird. Ich weiß nicht, ob es der Platz war, an dem aus dem Felsen Wasser herauskam, als Mose den Felsen geschlagen hat.
Aber ich kann mir das gut vorstellen. Mose war Gott hier gehorsam und brachte großen Glauben auf. Gott hat diesen Glauben belohnt, denn tatsächlich floss Wasser aus dem Felsen und das Volk konnte den Durst löschen. Menschen, die am Ende der Zeiten in das Lied des Mose einstimmen, werden Glauben in ihrem Leben geübt haben, der selbst Unmögliches wagt. Ich denke an Pastor Richards, ein betagter Herr. Er hat praktisch das weltweite Radiowerk der Stimme der Hoffnung ins Leben gerufen. Und er erzählte uns einmal, als man das Radio erfunden hatte, da kam ihm die Idee, großartige Erfindung, ich könnte doch die Botschaft Gottes über das Radio verkündigen. Dann hört es nicht nur einer, nicht nur hundert, dann können das Tausende hören, die sonst unerreichbar sind. Und sie hatte die erste Radiopredigt ausgearbeitet. Er erkundigte sich, wie viel denn eine Sendezeit kosten würde. $1,000. Das Geld hatte er nicht. Er hielt in jener Zeit in Los Angeles Abendvorträge, verkündete die Botschaft Gottes und erzählte das seinen Vortragsbesuchern. Ich möchte gern das Wort Gottes nicht nur hier in diesem Saal verkündigen, ich möchte über das Radio predigen. Aber die Sendezeit kostet $1,000. Ich konnte Ihnen das zuvor nicht mitteilen, ich war erst heute auf der Sendestation. Sie sind auf diese Sammlung auch gar nicht vorbereitet. Aber wenn Sie ein Herz für diese Arbeit haben und Sie wollen mithelfen, dass ich das Wort Gottes über das Radio verkündigen kann, dann wollen wir heute Abend eine außerplanmäßige Geldsammlung durchführen. Und so gab jeder das, was er gerne geben wollte, was er geben konnte. Und Pastor Richards erzählte uns, als dann einige Glaubensbrüder am Schluss das Geld gezählt haben, waren es keine $1,000. Aber einige der Vortragsbesucher hatten echten Schmuck in das Sammelkörbchen gelegt. Er erkundigte sich, was mit dem Schmuck geschehen soll. Der soll verkauft werden und der Erlös soll für diese Radiosendung bestimmt sein. Er ging dann zum Juwelier, der ihm den Schmuck abkaufte. Und als er das Geld beisammen hatte aus dem Schmuckverkauf, ergab es genau die Summe von insgesamt mit dem Sammelgeld $1,000. Das Wort Gottes konnte zum ersten Mal über das Radio verkündet werden. Vor beinahe 20 Jahren, als Pastor Richards uns das in England erzählte, sagte er, mit $1,000 habe ich angefangen. Jetzt brauche ich jährlich 10 Millionen Mark. Das war vor 20 Jahren, in der Zwischenzeit ist es viel mehr. Davon bekomme ich regelmäßig über ein festes Budget nur ein Drittel. Zwei Drittel dieses Betrages kommen durch freiwillige Spenden zusammen. Ich habe es gewagt, ich habe gesagt, lieber Gott, ich will dein Gotteswort so lange in meinem Leben über den Rundfunk verkündigen, solange die Mittel dafür gegeben werden. Und ich muss bekennen, dass Gott Menschen immer wieder willig macht, für diese gute Sache zu geben. Gott hat meinen Glauben noch nie enttäuscht. Nun, nicht alle von uns werden über das Radio predigen, aber ich denke, wir verstehen, was gemeint ist. Wenn wir am Ende der Zeiten in dieses Moselied einstimmen werden, dann wird die vierte Strophe überschrieben sein: Ich habe Glauben geübt, der selbst Unmögliches gewagt hat. Die fünfte Strophe des Moseliedes: Mut für das Gesetz Gottes einzustehen. Im zweiten Buch Mose Kapitel 32, und wir müssen jeweils ein wenig zurückblenden, denn es ist ja das Moselied, um festzustellen, was Mose erlebt hat, steht Vers 19 und 20, Mose war auf dem Berg gewesen, Gott hatte ihm die 10 Gebote auf steinernen Tafeln geschrieben, mitgegeben. Er war heruntergekommen
und war grenzenlos enttäuscht. Denn das Volk, dem hatte das zu lange gedauert, die waren ungeduldig geworden, der ist bestimmt umgekommen, der ist verstollen, kommt nie mehr. Die hatten sich in der Zwischenzeit ein goldenes Kalb angefertigt. Sie erinnerten sich an den Apis-Tierkult von Ägypten und haben dieses Kalb angebetet. Das erlebt jetzt Mose. Und hier heißt es in Vers 19 und 20, als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und er zerbrach sie unten am Berg und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Kindern Israel zu trinken. Und ich weiß nicht, warum Mose so gehandelt hat. Aber dann steht Vers 26, er trat in das Tor des Lagers und rief, her zu mir, wie dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Was das für den Mose bedeutet haben musste, den Mut zu haben, diesen Götzen, diesen Gott einstampfen und einschmelzen zu lassen und dann noch für eine Entscheidung für Gott aufzurufen, für den lebendigen Gott, das wird niemand für uns ermessen können. Auf jeden Fall, er hatte den Mut, für Gottes Gesetz einzutreten. Sind wir auch so mutig? Sieg am Ende der Zeiten werden Menschen sein, die Mut hatten, für das Gesetz Gottes einzutreten. So wie jener Lehrling, er hat es mir selbst erzählt. Vor vielen Jahren trat er in eine große Firma ein. Der Lehrvertrag war unterschrieben und eines Tages kam der Chef und sagt, in Kürze wird das Telefon klingeln. Sei bitte so freundlich und sag dem Anrufer, es ist Herr so und so von dir und der Firma, es tut mir sehr leid, mein Chef ist außer Haus. Ich werde im Nachbarzimmer sitzen, aber ich werde diesen Telefonanruf nicht annehmen. Es geht hier um eine sehr unangenehme Sache. Der Lehrling hat gesagt, es tut mir sehr leid, ich kann niemals die Unwahrheit sagen. Du bist Lehrling und machst das, was ich dir sage. Wenn der Anruf kommt, es tut mir leid, der Chef ist außer Haus, er ist nicht hier, nicht zu sprechen. Ich bedauere, das ist eine Lüge. Ich kann nur ehrlich sein. Wenn Sie darauf bestehen, muss ich den Lehrvertrag kündigen. Aber Sie können nicht von mir erwarten, dass ich die Unwahrheit sage. Der Chef war sehr erregt. Er sagte, gut, dann kündige. Dann kannst du gehen. Der Chef meinte dann hinterher, nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, ich werde es mir gründlich überlegen. Warte noch ein wenig. Nach 3 Tagen ließ er den Lehrling rufen und sagte, hör, ich muss ein Wort mit dir reden. Dass du dich geweigert hast, am Telefon die Unwahrheit zu sagen, das nötigt mir alle Hochachtung ab. Ich bitte dich, kündige nicht, du darfst hier bleiben. Ich werde nie mehr das Ansinnen an dich stellen, die Unwahrheit zu sagen. Ich habe grenzenloses Vertrauen zu dir. Ich weiß, dass mich hier im Betrieb jeder anlügt. Von dir weiß ich, du wirst mir die Wahrheit sagen. Auf deine Mitarbeit will ich nie verzichten. Ob der Lehrling Mut gehabt hat, für das Gesetz Gottes einzutreten? Meine Schwester hat folgendes Erlebnis. Sie hatte in einem großen Verlag angefangen, als Sekretärin. Sie hatte einen schönen Arbeitsplatz. Sie hatte angefangen unter der Bedingung, dass sie regelmäßig an Gottes heiligem Ruhetag arbeitsfrei hat. Und das war ja auch versprochen worden. Aber dann wurden die Tage kürzer, es wurde früher dunkel. Und schließlich kam das Problem auf sie zu und so hat sie eines Tages mit dem Verlagsdirektor gesprochen, hat gesagt, bitte haben Sie Verständnis, ich schätze das sehr, dass Sie mir den 7. Tag der Woche freigegeben haben, aber ich muss Ihnen bekennen, nach der Aussage der Bibel beginnt Gottes heiliger Ruhetag bereits am 6. Tag, abends mit Sonnenuntergang. Das ist der Freitag
Und ich wollte Sie fragen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass ich eine Stunde vor Sonnenuntergang nach Hause gehen kann. Ich bin bereit, die dadurch fehlende Arbeitszeit aufzuholen und nachzuarbeiten, Arbeit mit nach Hause zu nehmen, über das Wochenende am Sonntag zu arbeiten oder wann immer Sie das wünschen oder abends Überstunden zu machen, mit Ausnahme vom Freitagabend. Was würden Sie sagen, wenn ich es ablehnen würde? Meine Schwester sagte, dann würde es mir sehr leid tun, aber dann müsste ich kündigen. Ich will Gott gehorsam sein. Der Verlagsdirektor wurde sehr nachdenklich. Er sagte, Sie beschämen mich. Das, was Sie mir hier sagen, weiß ich ganz genau. Ich sollte eigentlich danach leben. Und ich tue es nicht. Und dass Sie nun das Ansinnen haben, das beschämt mich. Alle Hochachtung. Sie sollen frei haben. Haben wir immer Mut, für das Gesetz Gottes einzutreten? Menschen, die am Ende der Zeiten in dieses Lied des Mose einstimmen werden, sind Menschen, die Mut hatten, für Gottes Gesetz einzutreten. Die sechste Strophe des Mose-Liedes, zweites Buch Mose, Kapitel 32, und die Situation wird uns hier geschildert, Vers 30 bis 35. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch diese Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt, so geh nun hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Der Mose war bereit, sollte Gott nicht vergeben, dass lieber sein Name gestrichen wird im Lebensbuch, als dass das Volk bestraft wird. Wir könnten die sechste Strophe so überschreiben, Liebe zum Volk Gottes, mehr als alles andere. Wir wissen doch, dass Undank der Welt Lohn ist. Ich traf einen betagten Herrn, wir hatten uns vor einigen Jahren kennengelernt, er hat damals seine Entscheidung getroffen. Er sagte damals öffentlich, ich habe Jesus Christus kennengelernt und ich bin so dankbar für diese Abendveranstaltungen. Ich entscheide mich für Jesus. Und nun fragte ich ihn, ob er seine Entscheidung jemals bereut hat. Nein, die habe ich nie bereut. Er sagte mir, ich war mir allerdings darüber bewusst, dass es auf dieser Welt keine vollkommene Kirche oder Gemeinde gibt und dass ich sicher früher oder später von Menschen enttäuscht werde, auch wenn sie gläubige Menschen sind. Aber ich habe Jesus die Nachfolge versprochen und ich weiß, Jesus alleine ist fehlerfrei. Ich hatte ein Gespräch mit einem gläubigen Herrn. Er sagte, ich hatte früher irgendwie die Vorstellung, dass man die Gemeinde oder die Kirche mit einem Club vergleichen konnte. Es kam vor, dass mich jemand beleidigt hat, dass ich übersehen wurde, dass mir Unrecht geschah. Und ich war der Meinung, naja, in einem Club würdest du dir das ja nicht gefallen lassen. Dann bleib der Gemeinde, der Kirche fern, lass die das wissen, dass sie dich beleidigt haben. Und nach einer gewissen Zeit kannst du ja wieder hingehen. Der Betreffende sagte mir, ich habe in der Zwischenzeit begriffen, dass die Kirche und Gemeinde kein Club ist, sondern dass die Kirche und die Gemeinde in der Bibel als die Braut Jesu bezeichnet wird und Jesus ist der Bräutigam. Ich kann doch die Braut nicht im Stich lassen. Ich brauche den Bräutigam, der uns einmal heimführen wird in sein Reich. Ein anderer gläubiger Herr sagte mir, ich habe mich so eingesetzt in meiner Gemeinde. Ich habe so viel Gutes getan, so viel Kranke besucht, so viel Positives geleistet. Das Ergebnis? Keiner hat sich bei mir bedankt. Die haben das alle für selbstverständlich gefunden.
Jetzt bin ich grenzenlos enttäuscht. Ich bin so enttäuscht, dass ich gar nicht mehr hingehen will. Wie hat sich Jesus verhalten? Er hat sein Volk geliebt, obwohl sie Unverständnis hatten. Ich habe diesem gläubigen Mann gesagt, dann ist es dir so ergangen wie Mose. Ich habe gefunden und festgestellt, dass Mose von seinen Volksgenossen nicht einmal gelobt wurde, dass er nicht einmal ein Wort der Anerkennung erhielt. Stattdessen hat man ihm ständig Vorwürfe gemacht. Man hat an ihm herumkritisiert, genörgelt. Man hat ihn angeklagt, man hat ihm das Leben zur Hölle gemacht, man wollte ihn sogar steinigen. Undank ist der Weltlohn, der Mose hat es erlebt. Und trotzdem hat er sein Volk mehr geliebt als alles andere. Herr, wenn du nicht vergeben kannst, dann ist es mir lieber, streich mich, als dass du hier Schuld nachträgst. Die siebte Strophe des Moses-Liedes, Glaube und Mut, auf Gottes Gebot hin vorwärts zu schreiten. Da war das gelobte Land, es sollte erkundet werden, 12 Kundschafter wurden ausgesandt. Nun kamen sie zurück, 10 berichteten negativ, 2 positiv. Und die Angst war groß, wir können es nicht, da gibt es riesen befestigte Städte. Josua und Kaleb meinten, wir schaffen das, wenn Gott mit uns ist. Mose war bereit, weiterzuziehen, aber das Volk wollte nicht. Nun, Josua und Kaleb durften einziehen, die anderen kamen in der Wüste um als Strafe Gottes. Feiglinge haben in das Himmelreich keinen Zutritt. Hier steht's, Offenbarung 21, Vers 8. Der Feigenverleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Die feigen Verleugner, die Menschen, die Menschenfurcht haben, feige sind, Gott vor den Menschen zu bekennen, die werden hier in dieser Aufzählung als Erste genannt. Das Gegenteil, Glaube und Mut, auf das Gebot Gottes hin vorwärts zu schreiten. Es war 1955, 56, da traf ich einen gläubigen Herrn, er war entlassen worden aus tschechischer Gefangenschaft. Ich wollte wissen, du hast im Uranbergwerk arbeiten müssen. Wie war es denn? Und er hat es mir geschildert, wie es war. Nicht angenehm. Und hattest du Schwierigkeiten, den Ruhetag Gottes zu halten? Nein, ich nicht. Aber da gab es 2 Deutsche, junge Leute, die bekamen einmal Schwierigkeiten. Sie meldeten ihrem Vorgesetzten am Freitag, als sie dann ins Uranbergwerk abkommandiert worden waren, es tut uns sehr leid, wir würden morgen gerne zur Arbeit erscheinen, aber leider können wir nicht. Naja, also wenn sie nicht können, dann sind sie beurlaubt. Die nächste Woche am Freitag, es tut uns sehr leid, wir würden morgen gerne arbeiten, aber wir können nicht. Dann sind sie beurlaubt. In der dritten Woche dieselbe Erklärung. Ja, hören Sie mal, Sie haben eine komische Krankheit. Sie sind samstags immer krank, können nicht. Nein, wir sind nicht krank. Ja, was ist der Grund, warum Sie nicht können? Der siebte Tag ist der Ruhetag Gottes. Wir wollen Gottes Gebot beachten, aber an diesem Tag können wir nicht arbeiten. Ihr seid also religiöse Spinner. Diese verrückten Ideen werden wir euch austreiben. Ihr habt Bedenkzeit 1 Woche. Wenn ihr mit derselben Erklärung nächste Woche kommt, werdet ihr streng bestraft. Dieselbe Erklärung, es tut uns leid, wir können nicht. Wir lieben Gott mehr, wir wollen Gott gehorsam sein. Der Vorgesetzte gab Befehl, es war ein kalter Tag, 10 Grad minus, ihr könnt euch das überlegen. Ihr kleidet euch aus bis auf die Unterhosen und barfuß stellt ihr euch auf den Gefängnishof. So lange, bis ihr bereit seid. Und dann dürft ihr euch ankleiden und dürft zur Arbeit gehen. Und so standen sie draußen, links und rechts, 2 Wachsoldaten. Die Wachsoldaten mussten alle 2 Stunden abgelöst werden.
Und die beiden standen den ganzen Tag. Sie sangen Lieder. Und am Abend wurden sie hereingeholt. Der Arzt untersuchte sie. Komisch, die müssten Erfrierungserscheinungen haben. Denen fehlt nichts. Sehr seltsam. Der gläubige Herr, der mir das berichtete, sagte, ich habe mich mit ihnen hinterher unterhalten. Ich habe den ganzen Tag über gebetet für sie. Wie ist es euch ergangen? Sie sagten, es war eigenartig. Wir standen draußen, wir haben keine Kälte verspürt, wir hatten keinen Zeitbegriff, wir wurden nicht müde, wir konnten Lieder singen. Es war für uns ein angenehmer Tag. Wir sind Gott dankbar, dass er uns geholfen hat. Der Vorgesetzte war wütend. Am nächsten Freitag dieselbe Erklärung. Wir lieben Gott mehr, es tut uns leid. Es ist keine fixe Idee, Jesus ist für uns gestorben. Es ist der Ruhetag, den Jesus eingesetzt hat. Bitte haben Sie Verständnis. Ich habe kein Verständnis. Ich werde es euch lehren. Es war 20 Grad kalt. Sie mussten in Unterhosen draußen stehen, den ganzen Tag. Am Abend dasselbe. Wir haben kein Zeitempfinden gehabt, wir wurden nicht müde, wir haben die Kälte nicht verspürt. Wir konnten Gott in unseren Liedern loben und preisen. Der Arzt, der sie untersuchte, sagte, das ist ein medizinisches Rätsel. Das kann ich nicht erklären. Worum geht's denn überhaupt? Warum müssen die zwei da draußen stehen? Es wurde mitgeteilt. Er sagte, wissen Sie, Sie können nun denken, was Sie wollen. Offenbar muss es doch etwas geben, denn der Mann hätte das nicht überstehen dürfen. Das kann ich nicht erklären. Ich gebe Ihnen einen guten Tipp. Wenn es doch ein höheres Wesen gibt, meint er zu dem Vorgesetzten, legen Sie sich besser mit dem höheren Wesen nicht an. Geben Sie den beiden den Samstag frei. Wenn die so drauf bestehen, ich würde es an ihrer Stelle tun. Er sagte, die beiden Deutschen haben dann frei gehabt. Das Problem war gelöst. Sieger, die am Ende der Zeiten das Lied Moses singen, haben Mut und Glauben, Gott treu zu sein. Die 8. Strophe, Gehorsam, Selbstbeherrschung. Mose war 80 Jahre lang Gott gehorsam. Er übte Selbstbeherrschung und einmal hat Mose versagt. Weil er einmal versagt hat, durfte er nicht in das gelobte Land. Um welches Versagen ging es? Wir würden sagen Kleinigkeit. Aber Gott nimmt es genau. Im 4. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 8, da war wieder kein Wasser da, das Volk murrte. Hier die Aufforderung, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Rede mit dem Felsen, schlage nicht, rede, das genügt. Was tat Mose? Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus. Das war der Ungehorsam. Mose hat hier nicht mit dem Felsen geredet, vielleicht war er verärgert, wer weiß. Hier hat er den Felsen zweimal geschlagen. Es kam Wasser heraus, aber er hat Gott beleidigt. Dieser einmalige Ungehorsam hatte schwere Folgen. Er durfte zu Lebzeiten nicht ins gelobte Land. Er durfte von einem Berg aus über den Jordan ins gelobte Land schauen, aber er durfte nicht einziehen. Gott hat Mose hinterher auferweckt. Und wir wissen, dass Mose und Elia ja erschienen sind. Mose hat ewiges Leben erhalten. Aber das konnte Mose nicht wissen. Mose bekam ewiges Leben, aber zunächst durfte er nicht ins gelobte Land. Gott hat es genau genommen. Ich denke hier an das Erlebnis, das ein gläubiger Herr hatte. Er hat es mir persönlich erzählt. Wir saßen nach einer Predigt unter einem Kirschbaum im Frühjahr und er hatte nur ein Auge. Ich meinte, das ist sicherlich eine Kriegsverletzung. Nein, sagte, das hat eine ganz andere Bewandtnis. Ich bin Schreiner vom Beruf, ich bin nach Amerika ausgewandert, wollte dort viel Geld verdienen und habe in Amerika zum ersten Mal in meinem Leben eine Heilige Schrift in die Hand bekommen. Ich habe in diesem Buch gelesen mit großer Ehrfurcht. Und das, was ich als göttliche Wahrheit erkannt habe, habe ich ausgelebt. Ich habe mich für Christus entschieden und weil meine Braut nicht bereit war, mitzukommen nach Amerika, kam ich zurück. Wir haben hier geheiratet.
Mit dem Ersparten habe ich mich selbstständig gemacht. Gott hat mich gesegnet. Und eines Tages kam ich in große Schwierigkeit. Da sollte ein Haus fertiggestellt werden. Ich bin Bau- und Möbelschreiner. Und ich stellte fest, ich kann den Termin nicht einhalten. Da fehlen einige Stunden Arbeitszeit. Wenn ich den Termin nicht einhalte, muss ich Strafe bezahlen. So war es vereinbart worden. Lieber Gott, du wirst Verständnis haben an deinem heiligen Ruhetag. Ich werde wie gewohnt die Predigt besuchen. Keiner wird es merken. Aber nach der Predigt werde ich heimgehen, mich umziehen und dann die restlichen Stunden arbeiten, damit ich meinen Termin einhalten kann. Lieber Gott, du wirst Verständnis haben. Das ist eine einmalige Situation. So tat er's. Er stellte sich an die Maschine und da flog ihm ein Stück Holz ins Auge. Beim ersten Handgriff. Er musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Der behandelnde Professor sagte, Sie dürfen Gott dankbar sein. Eine schlimme Augenverletzung. Ein Auge werden Sie verlieren. Aber dass Sie das andere noch retten können, dafür sollten Sie Gott danken. Dieser gläubige Mann sagte mir, ich habe ein Auge verloren, aber letzten Endes bin ich Gott dankbar. Wäre alles gut gegangen, hätte ich mir gesagt, naja, lieber Gott, bei der nächsten Gelegenheit hab bitte wieder Verständnis. So habe ich die Lektion gelernt, Gott nimmt's genau. Ich habe es nie mehr gewagt, Gott ungehorsam zu sein. Ich lieb ihn zu sehr. Es hat mich allerdings ein Auge gekostet. Die 9. Strophe, Unterwerfung unter Gottes Willen. Mose durfte nicht ins gelobte Land. Sicherlich keine angenehme Situation. 5. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 25 bis 27. Nun spricht Mose mit dem Herrn. Hier steht, lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordan, dies gute Bergland und den Libanon. Lass mich hinübergehen. Schau, lieber Gott, was ich alles für dich getan habe. Vers 26. Aber der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Steige auf den Gipfel des Gebirges Pisga, hebe deine Augen auf nach Westen, nach Norden, nach Süden, nach Osten, sieh es mit deinen Augen, denn du wirst nicht über den Jordan hier gehen. Lass es genug sein, sprich nicht mehr davon. Mose hätte nun protestieren können. Wir lesen nichts davon in der Bibel. Wir müssen feststellen, Mose hat sich dem Willen Gottes untergeordnet. Es wird ihm sicherlich sehr hart angekommen sein. Da deine Mutter ihren Kindern die Geschichte erzählt von Mose. Der Junge wollte wissen, ja, ist denn der Gehorsam wirklich so wichtig, Mutti? Und die Mutter hat ihm erzählt, dass Jesus und Mose viele Gemeinsamkeiten haben und dass uns alles zur Lehre geschrieben ist. Mose hat auf einen Thron verzichtet, Jesus hat es getan. Mose ging in die Wüste, in der Armut lebte er. Jesus wurde um unsertwillen arm. Mose erlebte Anfechtungen, Jesus erlebte Anfechtungen. Mose musste glauben, Jesus glaubte. Mose war gehorsam, Jesus war gehorsam. Mose war nicht willkommen. Jesus wurde von seinen Volksgenossen abgelehnt. Mose hat sein Volk mehr geliebt als alles andere. Jesus hat sein Volk mehr geliebt. Mose hatte Geduld, Jesus hatte Geduld. Mose hat sich dem Willen Gottes untergeordnet. Jesus hat es getan. So hat sich Mose für Gott entschieden. Er bekam ewiges Leben. Das, was Gott für Mose getan hat, kann er auch für mich tun. Ich für meinen Teil habe den Wunsch, dass ich am Ende der Zeiten in das Lied des Mose einstimmen kann, als Sieger am gläsernen Meer. Wir wollen zum Gebet aufstehen. Ich danke dir, allmächtiger Gott, im Namen Jesu, dass du uns in der Bibel alles zur Lehre aufgeschrieben hast. Ich danke dir für diese Vorbilder, die damals gelebt haben,
Ich danke dir, dass du, Herr Jesus, das beste Vorbild bist. Hilf, dass wir als Sieger am Ende der Zeiten voller Freude und Dank in dieses Lied des Mose mit einstimmen dürfen, um dir Lob und Dank zu sagen für die wunderbare Hilfe und Führung in unserem Leben. Schenke uns Glaubenskraft und Glaubenssiege in jeder Beziehung, so viel wir brauchen, so oft wir sie benötigen. Du kannst es tun, Herr Jesus, wir glauben das und danken dir, dass du uns dieses Gebet erhört hast. Amen.